Willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, ich muss hier mal noch ein bisschen düngen. War ganz schön doof, ey. Krankenhaus hier. Nierensteine. Das sage ich euch, das war scheiße. Deshalb war ich letzte Woche auch nicht hier in Grünfelder Land und habe irgendwas gemacht, sondern war schön gemütlich im Krankenhaus gesessen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich fahre zu nah am Rand. Warte mal, ich muss mal den Jürgen anrufen. Ah, später. Weil der Klasse, da braucht mal einen Service. Unbedingt. Wir werden jetzt hier, ich glaube, da ist Mohn drauf. Den werde ich jetzt schön voll düngen. Und dann kümmern wir uns um das nächste Feld. Das hier war ja, glaube ich, nur ein Pachtfeld, gell? Ja. Wir haben noch Soja und Raps im Silo. Raps haben wir gerade einen relativ guten Preis. Soja kann ich diese Woche wahrscheinlich nicht verkaufen, weil da haben wir ein kleines Problem. Da sind zu viele Spekulanten am Werk. Es geht nicht. Das ist bestimmt nur Fake. So, upala. Gucken wir gerade mal, ob das so passt. Warte mal, da kann ich den Neumann anrufen. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Neumi, wie geht's? Ja, gut, und selbst? Ja, geht so. Letzte Woche haben sie mir Nierensteine entfernt. Ei. Ja, ganz schön unangenehm, sag ich dir. Oh, nun bin ich wieder auf dem Dampfer. Drecker. Du, ich bräuchte Pflanzenschutz auf einem Feld von mir. Als Auftrag, LU-Auftrag? Ja, auf der 81. Da ich gerade tatsächlich nichts zu tun habe und leider heute alleine bin, kriege ich das hin. Hättest du auch ein Gerät, womit ich mein anderes Feld relativ schnell... Achso, nee, warte mal, brauche ich ja nur eine Sämaschine. Nee, passt. Nee, gut. Dann. Also Pflanzenschutz auf dein Feld. 81. Okay. So wie. Mach mich gleich auf den Weg. Jo, vielleicht sehen wir uns. Wenn nicht, bin ich schon weitergezogen. Jo. Gut, bis dann mal. Bis dann. Tschüss. So. Nein, schon wieder. Irgendwie. Hört sich so an, als wäre irgendein Blinker an. Jetzt ist aus. Hey, da bin ich mal Technik. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch drin habe. Oh, nicht mehr so viel.
So. GBS erstmal nicht mal drauf gucken. Gut. Ich werde nur mal überlegen. Ich glaube, ich fahre gleich zu dem hoch und befüll mal. Warte mal. Wo muss ich denn lang? Ja. Befüll mal auch gleich wieder diesen Düngestreuer. Weil den werde ich auf jeden Fall nochmal benötigen. Vielleicht fährt er mir auch gleich über den Weg. Kann ich ihn direkt fragen. Beziehungsweise ich werde mal einfach zur Produktion fahren, werde auffüllen und ich fahre ja dann an ihm vorbei. Von dem her kann ich ihm dann auch einfach Bescheid sagen, dass ich da 2.500 oder so rausgenommen habe. Ist ja einfach. Moment. 300 habe ich drin. Also 2.900. Kann ich nämlich direkt das andere Feld mal düngen. Die 109. Weil ich muss Geld machen. Weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe noch 600.000 Kredit oder so. 150. Weiß gar nicht mehr genau. Ich könnte auch gleich nochmal auf dem Tablet nach den Preisen gucken. Für Soja und für Raps. Raps bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob den der Racex kaufen wollte. Muss ich nochmal nachgucken.
Was ist denn hier los? Das ist schon in der nächsten Wachstumsphase. Jo, was machst denn du hier? Moin Volker, ja, sagen wir es mal so, ich kann hier nicht an der Unfallstelle vorbeifahren, ey. Ich hab immer noch das Trauma. Dann sollst du mal zum Psychologen gehen. Ja. Oder die Strecke meiden. Das war für mich so gesehen die kürzeste Strecke zum Händler. Ja, ja, klar. Boah, ich verstehe halt immer noch nicht, wie ich da passieren konnte. Boah. Einfach nicht dran denken. Darum war ich auch die letzte paar Tage nicht da, weil ich war noch im Krankenhaus wegen Nachuntersuchungen. Hm. Okay. Dachte, es ist alles gut gegangen, hatte nur einen Splitter im Auge. Ja, wenn es sonst nichts ist. Nee, sonst ist alles gut gegangen. Gut. Du, ich muss aber los, muss mein Feld düngen. Ja, ich muss noch meinen LKW beim Händler abholen. Jo, mach mal. Tschö. Jo. Hallo? Ja, Jürgen, ich bin's, Volker. Ah, servus. Hi. Du, mein Glas bräuchte mal einen Service. Ja. Wann hast du Zeit? Jetzt. Ja, jetzt. Du bist witzig. Jetzt muss ich erstmal aufs Feld damit. Na, dann komm danach damit vorbei. Oh, das kriegen wir hin. Oder kommst du die Tage nach der Gemeinderatswahl direkt? Nach der Vorstellungssitzung, ja, das könnte ich auch machen. So lange hebt er noch, hoffe ich. Aber wie viel hast du denn im Terminal? Wie viel zeigt denn der dir an? Oh. Weißt du, wo drunter das ist? Mein Düngestreuer müsste auch. Blitzer. Mein Düngestreuer müsste auch. Ja. Bring ich dann alles vorbei. Jo. Gut. Danke, bis dann. Ja? Sag mal, was ist denn jetzt mit dem Geld von der Gemeinde da? Welches Geld? Ja, für den Baum. Für welchen Baum? Jetzt ja, für den Pferdestall und alles da unten. Ach so, ja. Sind Marlon-Fragen. Ich habe den letzte Woche angerufen. Er meinte, das wird geklärt diese Woche, aber kam noch nichts da. Sind jetzt schon 8% Zinsen mal pro Tag, ne? Das sind jetzt schon 7 Tage lang. Ja. Kommt ja auf sein Konto, ne? Okay. Ja. Wenn der hier einen Bau absegnet, ohne mit uns zu sprechen oder ohne mit allen zu sprechen, ich weiß auch nicht. Ich weiß nichts, was da. Mir wurde der Auftrag gegeben. Mir wurde gesagt, ist alles okay. Ja, dich trifft da keine Schuld, klar. Jo. Okay. Gucken wir mal. Jo, okay. Dann noch einen schönen Tag. Tschö. Ciao. Ich hoffe mal, in der Sämaschine ist noch was drin. Wenn da auch nichts mehr drin ist. Bisschen doof. Muss ich damit nochmal zum Händler hochfahren, zum LU hochfahren. Da. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, Neumi, ich bin schon wieder. Moin.
Nervt dich ja ungern, aber ich mach's doch gerne irgendwie. Ja. Ich hab mir 2900 Liter Dünger aus der Produktion geholt. 2900? Jo. Ja. Rechne ich dir gleich aus. Ja, bleib kurz dran, hab sowieso gerade nichts zu tun. Moment, dann fahr ich mal ganz kurz am Rand. Bin nämlich auf dem Weg zu dir. Ja, das lobe ich mir. Bin gerade schon wieder auf dem Feld und düng. So. Dreitausendneunhundert wären es denn. Wie viel? 3.939, genau. Oh, weiß ich gleich an. Dann ist weg. Jünger war das, ne? Jo. Gut, danke schön. Jo. Weißt du schon, was ungefähr für den Pflanzenschuss kostet? Oh, ich weiß gar nicht, wie viel das letztes Mal gekostet hat. Okay. Nee, dann schauen wir nachher. Gut, danke erstmal. Wird jetzt sowieso nicht so teuer sein. Jo. Passt. Danke. Bitte. Dann tschüss. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.